Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer, dieses Mal Domination bzw. Herrschaft in Detroit. Ja, nachdem wir unsere Klasse jetzt in der letzten Folge ein bisschen verbessert haben und uns eine Sicherungskopie sozusagen der Klasse erstellt haben, damit wir, egal was wir mit der einen Klasse machen, haben wir immer genau diese Klasse, die wir jetzt haben, als Backup bereit. Weil wir wissen, sie funktioniert. So, jetzt haben wir zwar kein Visier mehr, aber mal sehen. So, gut. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal A ein. Und wir können jetzt auch rutschen. Haben wir jetzt endlich auch rausbekommen. Oh, ich wollte jetzt gerade runtersliden, aber... So, also wir haben jetzt Rapid Fire... Oh. ...drin und da... Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Es haut... Es wird die Waffe zurückhauen, jetzt habe ich natürlich erstmal das Aim schön verkackt. Das Rutschen ist aber schon mal gut. Mehr Movement ist immer besser. Und die kann man so... Boah, okay, wir ficken jetzt aber hart. Hart schnell. Na, trotzdem hat er uns schnell. Nein, das war nichts. Hätte ich die nicht kopieren sollen. So, Alpha. Schon reingeslidet. Sliden ist geil. Aber Rapid Fire gefällt mir schon mal ab. So weit. Na. Nein, no cam. Scheiße. Hat er uns an der gleichen Stelle genatzt. So. Machen wir Exoping an. Ah, verstehe. So funktioniert Exoping. Sehen wir, wenn die schießen, sehen wir sie so da direkt. Glaube ich, so soll das funktionieren. Ja, irgendwie so. Ja, okay, es ist jetzt aber nicht der Riesenvorteil von der Support halt. Ich denke mal, das Shield wieder. Das ist dann am Ende doch das Sinnvollste von allen. Oh. Versuchen wir es mal. Vielleicht nachdem wir ihn erledigt haben. Da war glaube ich noch eine Wand, ich weiß nicht. Ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ich gebe es zu. Ja, danke. Ah! Sebi am besten. Wer nennt sich so? Ja, ist ja gut. Marsch, Alter. Er haut erstmal so ganz gesprayt uns eine Kugel rein. Da gibt es eine Waffe in Call of Duty, die man scheiße im Sprayen lässt. Und natürlich mit der werden wir gewählt. Lucky Bastard. So, campt er da wieder? Oh, guck, das Slide links. Und vor allem können wir damit noch was anlocken. Tarnung. So, why not? Kurz nach dem Sliden sollen wir damit jemanden kennen. Ich weiß nicht, ob es auch im Sliden gibt. Jetzt sehen wir den aber schon mal bei uns. Okay, das Sliden bringt, das hätte ich früher überlegen sollen. Das Problem war halt eben nur, dass davor... Ich habe halt eben so gewechselt, eigentlich ist auf... Das, was ich jetzt auf Alt gelegt habe, ist... Also dieses Haltung wechseln ist eigentlich Standard belegt, dass man halt eben damit crouchen kann. Ich habe es aber geändert, damit ich halt eben diesen... Boost-Slam machen kann. Aber jetzt wusste ich, halt eben nicht, dass man dann nicht dieses Rutschen... Ich wusste nicht, weil das man rutschen kann, bis ich es gesehen hatte. Und deswegen habe ich jetzt das so geändert. Jetzt kann ich beides, kann ich... So. 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 Dann warte ich mal kurz, bis der gebootet ist. We've lost control. Securing Bravo. Little Birdie Legs.
My little birdie legs is what moves me. Enemy taking B. Jeder, der alle Folgen Battlefield Friends kennt, der weiß, was der kennt die Anspielung, der versteht's. Voll geil, es gibt jetzt auch in Battlefield, also ab Final Stand, gibt's jetzt ein Messer mit Bipod, also mit zwei Beinen, und das finde ich irgendwie ziemlich awesome, denn der Colonel ist schon geil. Komm, bitte, 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 nur noch rein. Abhauen. Nice, da haben wir noch ein paar Punkte geholt. 82, 82 zur Halbzeit, das ist hart. Die Tarnung sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ich mag irgendwie grüne Tarnung nicht so. Aber dieses Rapid Fire und Dings gefällt mir. Jetzt bräuchten wir nur ein bisschen bessere Präzision noch. Also wir müssten irgendwie, vielleicht tauschen wir diese eine, den vierten Clipstreak vielleicht doch noch gegen dritten Aufsatz. So, jetzt haben wir gleich die Drohne. Stop. Drohne. Jetzt könnten wir eigentlich kurz warten. Die killen jetzt kurz. Das würde uns natürlich jetzt Dings geben. Assist-Punkte. Sehen wir die immer? 40 Punkte. Bis zum Dings. Nein, ich wollte doch nur den Hack haben. Warum muss ich so offensiv sein? Why? A Remote Turret? Nein. Ah, oh, das ist eine Brücke. Und jetzt seht ihr, warum ich die so scheiße finde. Die ist langsam, macht 0 Damage. Da seht ihr mal den Trumpf von oben. Vor allem jetzt hier in solchen Häusern, da bringt es mir gar nichts zu teilen. Da. Okay, sie macht vielleicht Damage. Aber ich habe so einen kleinen Radius, die Map ist so groß. Konnte ich jetzt zwei killen, das bringt es nicht wirklich. Deswegen finde ich die jetzt nicht so gut. Nein, musste der eine hinter uns sein. Den um die Ecke hätten wir bekommen, bin ich mir sicher. Taking B, das ist gut. Auch ein B. Ah, da war noch einer. Diese Fahnen, da sehe ich irgendwie nichts durch. Flaggen, nicht Fahnen. Fahnen sind kleine Flaggen, oder? Oder ist das die falsche Definition? Definiere mir bitte Fahnen. Ah, nein, daran wollte ich gar nicht. Natürlich hat er eine Shotgun. Why you do this? 360! Wow, ich habe richtig krasse MLG Pro sind fürs Anzeigen. Wow, bringt das nun mal nix. Noob Camper. Ich mag's, wie sie fliegen. Totally worth it. Losing B. Worth what ist die Frage, ne? Mann, müssen die da immer warten. Das ist immer der gleiche, dieser Eden. Ah ne, der hat nur eingenommen. Das war was anderes. Aber der eine, der da immer an der Ecke campt, der regt mich hart auf. Der regt mich so hammerhart auf, das glaubt er nicht. Der da. Doch, ist doch der Ednix. Ja, okay, der kommt schnell rum. Okay, wir hatten aber auf ihn geschossen, also. Alles okay. Ich muss da reinkommen! Give me! Na, das sind da noch mehr. Ich hab just 75 Objectives. Near Death Kill. Du suchst, ich guck. Und schieß. Danke. Kämpft er da? Nö. Super. Securing A. Was?
Ja, Mann. Man sieht, ich hasse Multiplayer-Spieler, wo man die Gegner einfach mal nicht sieht. Es kotet so an. Das ist genauso wie in Dropshot. Nein, das geht weh. Nein, genauso wie in War das B4? B4 ist halt. Oder ich bin einfach nicht mehr darauf trainiert, die zu sehen. Aua. Aber das Schnellfeuer finde ich mal gut. Und ich denke mal, wir tauschen das eine. Bam, bam, bam. Wenn das eh, warum nehme ich noch ein? Bam. Oh, noch einer drin. Care Package schon mal rufen. Wir haben noch ein System-Hack. Nochmal, alle Killstreaks jetzt nochmal rausgehauen. System-Hack hat man rausgehauen, Drohne, Optik, Care Package und dann jetzt nochmal diese kleine Drohne. Und gerade so alles auf einmal. Okay, der hatte eine geile Position. Nice. 33, 25? Okay. Ist okay. Geht besser, aber ich will nicht meckern. Floating Armory Item has expired. Okay, ich weiß nicht wirklich, was er jetzt gemacht hat. But fuck it. Wir werden jetzt dich löschen. Dich löschen. Dich nehmen. Dich auf Assist Point. Fängt sie wieder von vorne an, oder? Ja, wobei die sind halt eben dann super, um auf irgendwas hinzuspielen. Verstehe ich das Care Package? Aua. Das Care Package weg. System Hack. Assist Point. Und dann hier auf irgendwas spielen. Warte, Missile Guide. Cluster. Hell. Extra Missile. Extra Missile. Nanoswarm. Swarm auf Nanobots. Bombing Run. Komm, wir machen es mal so. Da finden wir jetzt eine Wildcard mit Ticket Third Primary Attachment mit Primary Gunfighter. So, und dann müssen wir jetzt ein bisschen die Dings. Wir können. Na, das brauchen wir nicht. Reduce Recall. Foregrip wäre was. Höhere Range, also länger. Über größeren Sand würde man Schaden machen. Mobility. Nee. Können natürlich ein Visier, aber eigentlich ging das jetzt. Nimm mal einen Foregrip rein. Q. E. So, es tut mir leid, dass jetzt bei Herrschaft die Folgen ein bisschen kürzer sind, aber es liegt einfach daran, wie gesagt, ich kann jetzt nicht noch eine nachschieben, sonst wäre es zu lang. Wenn wir den nächsten Game Mode haben, das wäre dann Kill Confirm, vielleicht ist ja dann wieder länger. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf sich gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Ciao.